Flipante, tío. No, no, no. Es flipante, tío. Hay gente dentro, tío. Hay mucha gente dentro, ¿no? Am Donnerstagabend, gegen 7 Uhr abends, brach ein bedeutendes Feuer im Zentrum von Valencia aus, das ein 14-stöckiges Gebäude verschlang. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen und bemühen sich, die Ausbreitung des Feuers auf die umliegenden Gebäude zu verhindern. Laut ersten Berichten entstand der Brand in einer Wohnung im 4. Stock des Gebäudes zwischen den Straßen Maestro Rodrigo und Poeta Rafael Alberti. Die Flammen breiteten sich rasch im gesamten Gebäude aus, und dichte Rauchwolken stiegen in den Himmel auf, die aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar waren. Evakuierungen wurden durchgeführt, und die Bewohner der nahegelegenen Häuser wurden vorübergehend an sichere Orte verlegt. Zeugen vor Ort berichteten von einer großen Menge Rauch, und die örtlichen Behörden fordern die Bewohner auf, das Gebiet zu meiden und den Anweisungen der Feuerwehr zu folgen. Bis zur letzten Aktualisierung wurden keine Opfer durch das Feuer gemeldet, und die Feuerwehr hofft, die Situation in den nächsten Stunden vollständig unter Kontrolle zu bringen.